Und jetzt machen wir Waffeln. Seht ihr? Die erste Waffel ist fertig. Kommt mit, legen wir sie in die Bratpfanne des Roboters. Es funktioniert. Die Riesenwaffel hat eine Seite des Roboters schwerer gemacht als die andere Seite. Schnell, backen wir weiter. Wir haben es geschafft! Ja! Tschüss, Riesenwaffeln! Endlich kann ich ins Dschungelhorn blasen und alle Tiere zu meinen Dienern machen! Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten! Oh, guck mal, Crusher! Riesenwaffeln! Riesenwaffas! Oh nein! Das Dschungelhorn rollt weg! Jungs, ich wittere da was. Ich glaube, es ist das Dschungelhorn. Wo ist das Dschungelhorn? Ja, da ist es. Oh, oh, aber es schwimmt davon und zwar schnell. Oh, mein Dschungelhorn. Wir können es nur noch aufhalten, wenn wir super schnell sind und mit Turbo Speed fahren. Damit ich Turbo schnell fahre, ruft Gib Speed. Gib Speed! Da! Seht mal! Wir holen es ein! Rostfleck! Wir müssen das Dschungelhorn rausholen, bevor es den Wasserfall runterstürzt. Daneben! Ich versuch's mal! Oh, so ein Rost! Oh nein, es ist gleich am Wasserfall! Beinahe hab ich es! Hier, Stripes, halt dich an mir fest! Haha, ich hab es! Oh, oh, oh. Oh nein, wir sind zu schwer, darum ist der Baum nicht mehr im Gleichgewicht! Um das Gleichgewicht auszugleichen, brauchen wir etwas auf der anderen Seite, das auch so schwer ist wie wir zwei. Das Dschungelhorn! Damit kann ich doch meine Tierfreunde rufen. Die können uns mit dem Gleichgewicht helfen. Ja, es funktioniert! Da kommen die Frösche. Sehen wir mal, ob die Frösche genau das gleiche wiegen wie Blaze und Stripes. Visierblick aktivieren. Blaze und Stripes wiegen 11. Und die Frösche wiegen zusammen? Welche Zahl ist das? 3, ja! Aber 11 ist mehr als 3. Das reicht nicht, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Nochmal, Stripes! Lass nochmal ins Dschungelhorn! Da ist der Panda-Bär! Wie viel wiegen die Tiere jetzt? Ja, 11! Sie wiegen genauso viel wie Blaze und Stripes! Na also! Siehst du, deine Freunde haben den Stamm ins Gleichgewicht gebracht. Juhu! Ja! Danke, Freunde! Und jetzt alle Mann mir hinterher! Ohne euch hätte ich das Dschungelhorn nie zurückbekommen. Oh, gern geschehen. War doch klar. Ihr zwei seid die besten Freunde, die ein Tiger je haben kann. Hab ich recht?